Willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect 2. Hier sind wir auf dem Weg, Tali zu retten. Jetzt war fertig. Was ist denn hier los? Das nehme ich mit. Dunkle Schaden. Natürlich aus der Zeit vor der Flottille. Was interessiert uns das? Wer beschließt, hierher zu kommen, ist auf sich gestellt. Tür. Drüben hatten wir noch einen alten Wandsafe. Wenn der so alt ist, hat er bestimmt 4 oder 6000, ne? Nein! Nein! Das war's! 6000 verloren, oh Mann, weil ich einfach zu faul war, um nochmal neu nachzugucken. Versiegelt und die Konsole ist beschädigt. Können Sie sie von Ihrer Seite aus öffnen? Warten Sie mal. Ja, das geht. Jetzt. Sie müsste jetzt offen sein. Seien Sie vorsichtig, Shepard. Und bitte tun Sie Ihr Möglichstes, damit Rieger am Leben bleibt. Natürlich. Und auf geht's. Sie haben uns gesehen. Die Drohnen können sich verstecken. Was bist du denn? Jetzt können wir nichts verhindern. Noch einer. Nichts. Noch einer. Noch einer. Und? Und es geht auf die Gesundheit, komm schon. Schieß! Töte ihn dann schon. Oh. Sicherheitskonsole.
Was ist das denn? Ah, verdammt! Runter! Deshalb folge ich ihm, Shepard. Große Gegner. What the fuck? Hier rüber! Ariga, hier ist er. Topführer Call Riga von den Marines der Migrantenflotte. Wir hatten vor der Ankunft des Landungsschiffes Funkkontakt. Ich weiß immer noch nicht, weshalb sie hier sind. Aber jetzt ist nicht die Zeit, große Ansprüche zu stellen. Tali ist drin. Da drüben. Die Geth haben den Rest meiner Männer getötet und werden versuchen, zu ihr vorzudringen. Es ist mir lediglich gelungen, ihre Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. Sind Sie sicher, dass sie immer noch am Leben ist? Das Observatorium ist gut gepanzert. Selbst die Gäste brauchen einige Zeit, um da durchzukommen. Und es ist schwer, eine Tür aufzukriegen, wenn man unter Raketenbeschuss steht. Die Gäste haben fast Zugstärke. Aber das Schlimmste ist der Koloss. Das Ding hat ein Reparaturprotokoll. Er duckt sich und setzt sich selbst in Stand. Wenn er geduckt ist, kriege ich ihn nicht ordentlich ins Visier. Ich habe versucht, näher ranzukommen. Und dann hat mir einer ihrer Scharfschützen ein Loch direkt durch den Anzug geschossen. Wie schlimm ist der Schaden an Ihrem Anzug? Kampfsiegel geschlossen, um die Kontamination zu isolieren. Und ich schwimme in Antibiotika. Vielleicht erwischen mich die Geth. Aber ich werde jedenfalls nicht mitten im Kampf an einer Infektion draufgehen. Das wäre ja beleidigend. Was können Sie mir über das Schlachtfeld sagen? Rechts befindet sich ein Steg mit einer Art Ausguck für Scharfschützen. Von dort aus könnte man ordentlich Schaden anrichten. Aber keiner von meinen Männern ist an den Geth vorbeigekommen. In der Mitte gibt's Deckung. Aber der Koloss hat sie auf dem ganzen Weg dahin im Schussfeld. Und die Geth können von beiden Seiten angreifen. Links haben sie Deckung vor dem Koloss. Dafür haben die Geth freies Schussfeld auf sie. So haben sie auch mich erwischt. Irgendeine Idee, wie wir mit dem Koloss fertig werden? Das Standardvorgehen gegen Einheiten der Kampfläuferklasse ist Schwächen der Schilde und Niederringen. Sie wissen schon, mit Insektenbissen umbringen. Aber das Reparaturprotokoll macht diesen Plan zunichte. Wenn man versucht, ihn niederzuringen, duckt er sich einfach und setzt sich selbst in Stand. Was immer wir also unternehmen, muss diesen Mistkerl schnell verschrotten. Vermutlich müssen wir dazu näher ran, an der Deckung da vorbei. Wir müssen zu Tali. Irgendwelche Vorschläge? Nur ein! Ich kann kaum noch laufen, aber Abzug drücken ist kein Problem. Und ich habe einen Raketenwerfer, den die Sonne noch nicht gegrillt hat. Sie gehen näher ran. Ich beschäftige den Koloss und ruiniere vielleicht sogar seine Schilde. Mit etwas Glück können Sie ihm da den Rest geben. Viel Glück, Riga. Machen wir ein paar Geth platt. Kila Silai. Grüßen Sie Tali von mir. Zeit zu kämpfen. Barriere aktiv. Oh, was hat er aufguckt? Schafft es nicht. Ja. Eine richtig schlechte Idee, da hochzugehen. Aber Mann, das Spiel gewinnt an Fahrt.
Das hier. Sie sind durch meine Schilde durch. Ja. Nichts, Könner. Jetzt wird drauf gebratzt. Kann er sich von hinten einer angreifen? Nee, kann er nicht. Boah. Noch einer. Da oben ist einer, gut. Oh, der Koloss hat mich gesehen. Schnauze. Jetzt kann mir nichts was anhaben. Nehme Deckung. Positioniere mich. Ja, schieß. Gib ihm.
bin dabei. Auf den Berg verfließt er, verdammt. Einigkeit und hoch mit dir. Die Missgeburt, die Kolosse ist weg. So. Falsche Waffe. Und auch nachladen. Wirklich wenig kommentiert, aber es war so anstrengend einfach nur. Ich muss mich ja darauf konzentrieren. Danke, Shepard. Ohne Sie wäre ich niemals lebend aus diesem Raum rausgekommen. Diese gesamte Mission war eine Katastrophe. Ich wünschte, ich hätte mich Ihnen damals auf der Freedom's Progress angeschlossen. Aber ich konnte nicht zulassen, dass jemand auf einer so riskanten Mission meinen Platz einnimmt. Viele Quarianer haben hier ihr Leben verloren. War es das wert? Ich weiß nicht, Shepard. Es war nicht meine Entscheidung. Der Admiralitätsrat war der Ansicht, dass die Informationen hier jedes Opfer wert ist. Ich muss glauben, dass Sie wissen, was das Beste ist. Was können Sie mir über Ihre Forschungsarbeit hier sagen? Haystrom's Sonne wird instabil. Zur Zeit der quarianischen Kolonie war sie ein normaler Stern. So schnell ändert sich das normalerweise nicht. Irgendeine Ahnung, was die Sonne destabilisiert? Ich würde vermuten, dass das Innere des Sterns von dunkler Materie beeinflusst wird. Der Effekt ist ähnlich wie bei Sternen, die beim Eintreten in die rote Gigantenphase Masse abstoßen. Aber Haystrom's Sonne ist dafür viel zu jung. Riga hat sich geopfert, damit ich es bis zu Ihnen schaffen konnte. Verdammt. Das hatte ich befürchtet. Er hat sein Leben für mich gegeben. Für die Mission. Ein ganzes Team von Wissenschaftlern und Marines. Und nur ich bin noch übrig. Hoffentlich hält der Rat die Daten für wertvoll. Warum auch immer, es freut mich, dass ich helfen konnte. Sobald Sie die Daten abgeliefert haben, könnte ich sie auf der Normandy brauchen. Ich habe versprochen, diese Mission zu Ende zu bringen. Das habe ich getan. Ich kann mit Ihnen gehen und die Daten an die Flotte schicken. Und wenn die Admirale ein Problem damit haben, können Sie zum Teufel gehen. Ich habe gerade mit angesehen, wie mein ganzes Team gestorben ist. Kommen Sie, verschwinden wir von hier. Yes. Das ist klar. Sehr, sehr gut. Und damit haben wir jetzt auch Tali in unserem Team. Mit der werden wir natürlich dann erstmal plaudern. Aber ich denke erst im nächsten Part. Was ich mir jetzt noch vorgenommen hatte, gerade für diesen Part, wäre noch einmal die ganzen Punkte zu vergeben. Moment. Cerberus hat Aufnahmen von Ihnen im Einsatz, Talisora. Wir freuen uns darauf, Sie im Team zu haben. Ihre technischen Kenntnisse werden für die Mission von großem Vorteil sein. Ich kenne sie nicht, aber Cerberus hat die Sicherheit der Migrantenflotte bedroht. Nett und freundlich zieht bei mir nicht. Deshalb sind Sie hier, Tali. Ich brauche Leute, die nicht zu Cerberus gehören und denen ich vertrauen kann. Ich hatte nichts mit dem zu tun, was der Migrantenflotte widerfahren ist. Aber ich verstehe Ihr Misstrauen. Hoffentlich können wir das im Laufe unserer Zusammenarbeit hinter uns lassen. Ich hatte angenommen, Sie wären undercover tätig, Shepard. Vielleicht sogar mit dem Plan, Cerberus zu zerschlagen. Falls das der Fall ist, leihe ich Ihnen eine Granate. Falls nicht, arbeite ich für Sie. Aber nicht für die. Wenn's hilft, sehen Sie sich doch mal auf der Normandy um, solange Sie hier sind. Wir haben ein paar Upgrades. Ich besorge Talisora die nötige Sicherheitsfreigabe, damit sie auf unsere Systeme zugreifen kann. Bitte, tun Sie das. Ich kann nicht Teil Ihres Teams sein, wenn ich nicht weiß, wie das Schiff funktioniert. Ich bin auf dem Maschinendeck, wenn Sie mich brauchen. Sie wird auch ziemlich angepisst gehen. Vergessen Sie nicht, sich bei Edi vorzustellen, der neuen künstlichen Intelligenz des Schiffes. Das war wohl ein Leck mich im Arsch. So, jetzt noch schnell hier in die Gruppe gehen. So, wir haben 5 Punkte, da gehen wir jetzt auf Agent voll. Und okay, Fähigkeiten, Weiterentwicklung, bitte wählen Sie eine weiterentwickelte Version der Kraft aus.
Waffenschaden auch laut Zeit. Nein, wir werden hier Attentäter. Sehr gut. So, zurück. Gruppe. Können wir nicht noch jemand anderen machen? Nö, anscheinend nur wir selbst, aber nicht so wichtig. Dann würde ich sagen, beenden hier auch den Part. Speichern mal wieder. Ich hoffe, ich schalte das nächste Mal wieder ein. Und bis dahin viel Spaß noch bei den anderen Projekten auf unserem Kanal. Und danke fürs Zuschauen. Tschüss.